Da vorne ist die Festung Drazex. Da wollen wir gerade hin. Also ist unser nächstes Ziel. Und damit kommen wir zurück zu Let's Play Sword Art Online Last Recollection. Ja, ich glaube, darunter will auch keiner von euch, oder? Jedenfalls, das ist unser Ziel. Und wow, ich finde das Level extrem geil. Also wirklich absolut. Na dann, suchen wir uns unseren Weg und kloppen erstmal einen Golemblatt. Ja. Na dann, let's go. Oh. Wow, der ist stark. Oh, Level up, cool. Geil. Nehme ich mal entgegen. So, dann schauen wir uns hier mal um. Bevor wir da hingehen, gucke ich mal nach, was hier erstmal ist. Hier könnte auch irgendwas sein. Hier sind so viele Secrets versteckt. So. Rest meiner Attacke. Oh, ich darf keine weitere einsetzen. Auch schade, ne? Jetzt darf ich. Tja. Und stirb doch mal endlich, du Face-Nexe. Na gut. Dann stirbt das Vieh schon mal nicht. Kann man auch irgendwo lang? Oder ist das nur so oder Karte? Kann irgendwo lang. Muss ich aber gucken. Ich glaube, wir kommen hier rum, oder? Eindeutig. Nur hier an dieser Ecke, wenn wir hier lang gehen. Oder müssen wir hier sogar hier lang? Wir müssen da lang sogar. Ich bin den richtigen Weg lang gelaufen. Ich bin doch ein Horst. Ich bin ein verdammter Horst. Aber da gibt es auch noch was. Ne, gibt es nichts. Ja, die. Kommt mal her. Hey. Komm her, fress meine Dimensionsattacke. Wow, hat ihn gar nicht beeindruckt, hä? Meinetwegen. Mal gucken, ob das jetzt auch beeindruckt hier. Und down. Komm mal mit. Ich will dich mal austesten. Na, was haben wir denn da so Schönes? Aber erstmal. Wow. Das war gut ausgewichen, ne? Komm. Ach, ich habe Schaden genommen. Schade. Warum habe ich Schaden genommen? Ich verstehe es nicht. Komm her. Terrarius Zorn, okay. Ja, ihren Zorn würde ich auch gerne mal spüren. Ich war's. So, was haben wir denn da? Das ist ein Secret. Verreck doch mal, du Felsenhexe. Ja, vielleicht immer noch nicht. Genau. Vielen Dank für die Hilfe. Und? Perfekt. Wir gucken, was da ist. Was haben wir denn da? Okay, das nehme ich gerne mit. Cool, Skillpunkte. Das könnte mir helfen. Und eine unheimliche Atmosphäre und gibt dieses Gerät. Okay. Eine unheimliche Atmosphäre. Was bedeutet das wohl? Aber hier wird ja noch mehr sein. Also nur die paar Sachen. Das glaube ich nicht. Ach, da ist ja was. Oh, shit. Du bist stärker. Merke ich. Du bewachst etwas, was ich haben will. Und das werde ich kriegen. So, können wir ihn wegcomboen? Ja, können wir. Ich mach's jetzt einfach. Ist er schon down? Nein, ist er noch nicht. So, dann machen wir es mal zusammen. Ja. Feg den einfach weg. Ich meine. Ja, der ist down. Der ist down. Sehr gut. Was? Der lebt immer noch? Schnell. Okay. Dann frisst die Kunst. Und rest in peace. Oder auch nicht. Komm schon. Der lebt doch kaum noch. Verrecke. Danke. Was hast du hier versteckt? Wenn du hier bist, dann muss doch was Geniales dabei sein. Handschuhe, okay. Nehme ich ja mit.
Und ich komme darüber? Wir werden es herausfinden. Oh mein Gott, noch mehr von den Idioten. Okay. Da machen wir eben alle Platz. Du auch. Du auch. Danke. Der Doppel-Helix hilft immer. Die Frage ist, was sind wir hier? Da könnten wir rüber, okay. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wo sind wir? Okay, hier können auch Gebiete sein, alles okay. Wir gucken uns mal um. Die Frage ist, was uns hier erwartet. Hier sind haufenweise von diesen Säulen. Hätte ich gleich mit der Warner schon gesehen haben. Ich drücke schon mal X. Keto, guck mal, auf diesem Stück eines kaputten Behälters steht etwas. Was steht denn da? Zeig mal. Oh, wir haben es gefunden für die Story. Oh mein Gott. Giftkappen um Pseudoschnecken vielleicht? Soll es Sudan sein? Nö. Klingt tödlich, aber hey. Wer ist denn bei uns zu Hause Kugelfisch? Ja, aus dem vielleicht ganz lecker, wenn das Gift gekocht ist. Das muss sein. Ganz bestimmt, finden wir es raus. Ah, ach so, das können ja auch das sein für den Koch hier. Stimmt, der wollte ja auch noch was haben. Das sieht so schick aus hier. Was ist das? Untersuchung. Hier steht, brech nie das Wutsiegel. Jetzt, was könnte in diesem Hohlraum passen? Okay. Da passt was rein. Gut, weiß ich Bescheid. Haben wir schon mal diesen Ort entdeckt, Alter. Praktisch. Muss es dann auf der Seite, wenn wir dann da lang gehen? Ich meine, hier ist auch Fahrt. Oh ja, Gegner. Noch mehr, dann noch du. Und down. Da muss da auch noch was sein. Einen Sprechpunkt habe ich schon mal gefunden. Wir müssen zur Handelsstadt. Wie, wir dürfen da gar nicht erst lang. Ist ja auf der Karte. Wir dürfen da gar nicht erst lang. Verarsche! Ich komme da definitiv nochmal hin. Sehr definitiv. Aber erstmal Aufgabe erfüllen. So, nehmt das. Auf diesem Stück eines kaputten Behälters steht etwas. Musik für meine Ohren. Darf ich mal sehen? Na klar. Kein Zweifel, genau so etwas habe ich gesucht. Die Gerüchte stimmen. Es ist wohl ein völlig neues Gericht. Faszinierend. Ich würde es gerne direkt ausprobieren, aber es ist Bestienfleisch. Ich helfe dir und besorge, was du brauchst. Wir geben es auf keinen Fall auf, okay? Wirklich, das ist so nett von dir. Und wie nett. Da sage ich nicht nein. Kein Problem. Und um welche Bestien handelt es genau? Bisschen Leben in der Klamm vor dem Tor. 2 Stück Pseudoschnecken, vielleicht und 4 Giftkappen wären wirklich toll. Pseudoschnecken sind keine Schnecken, sondern bunte und seltene Echsen, okay? Giftkappen, die noch sind Pilzbestien. Die findest du etwas tiefer in der Klamm. Aber die alle zu jagen ist bestimmt gefährlich. Bist du ganz sicher? Giftkappen. Ja, stelle ich dir was an denen? Mach darüber keine Gedanken. Also 2 Stück Pseudoschneckenfleisch und 4 Giftkappen, stimmt's? Alles klar, kommt sofort. Okay. Haben wir schon die Bestien besiegt oder bin ich jetzt bescheuert? Okay, gut. Ich weiche das mal ab und gehe nochmal rüber, wo wir gerade waren. Wir gehen mal nach oben, die Treppe. Mal gucken, was uns da erwartet. Na gut, durch die Tür kommen wir ja noch gar nicht. Wir müssen ja noch irgendeinen Weg dafür öffnen. Ah, ich weiß warum. Da müssen wir hin. Was ist das? Eine Wand? Sieht zumindest so aus. Sieht aus wie eine der Barrieren, die man mit Zauberformeln erzeugt. Aber warum gerade hier? Das waren wohl die Dunkelmagier. Gegen Kriegsende war das ihre Festung. Und mit der Barriere haben sie sich hier alle beschützt. Aber solch eine Barriere braucht eine Magiequelle ganz in der Nähe. Vielleicht kann ich sie finden. Hier ist noch ein Zauber, um die Magiequelle zu verbergen. Aber ich sehe hier nichts dergleichen. Die Quelle muss woanders sein.
glaube, die Quelle haben wir schon längst gefunden. Da hinten war es ja dort auf diesem einen Podest, wo wir vorhin waren. Seht mal, ja, können das nicht vielleicht das Ding in dem kaputten Turm sein? Sieht aus wie ein magisches Gerät aus, aber wie kommen wir da hin? Vielleicht geht es mit der Peitsche. Probieren wir es mal. Auf jeden Fall, rüber mit uns. Ja, lass mich rüber. So. Das ist auf jeden Fall die Magiequelle, die wir suchen. Das ist... Alice, alles okay? Du bist ja... Komm, blass. Ja, mir geht's gut, aber dieses Gerät... Dann steckt ein Lebewesen. Es ist eingesperrt und... Sein Leben speist die Barriere, die wir vorhin gesehen haben. Das ist ja furchtbar. Wie kann jemand so grausam sein? Ich habe das Gerät deaktiviert, aber es gibt bestimmt noch mehr davon. Wir müssen alle finden und für immer abschalten. Hey Keto, ist das nicht? Oh, da ist noch einer. Ja, das ist ein Infostein. Vielleicht finden wir damit die anderen Geräte. Sehen wir uns mal an. Die Frage ist von wo aus wir da hochkommen. Von hier aus definitiv nicht. Aber wir finden schon einen Weg. Damit müsste es gehen, okay. Und rauf mit uns. Nehmen wir den Infostein mal zum Einsatz. Okay, da haben wir ihn geladen und dann schauen wir weiter. Wo ist doch? Hier ist eine Karte, die uns zu dem Gerät führt. Genau. An diesen Markierungen sind sicher auch welche. Nächste ist östlich. Genau, dann gehen wir doch dort direkt dahin. Ist ja nicht so, als hätte ich das zweite noch nicht gefunden, ne? Nein, überhaupt nicht. Wie komme ich darauf? Da ist doch der Bastard, der wird mir auf die Nerven gehen. Von daher, und da er schon eh kämpfen wollte, soll er seine Strafe bekommen. So. Und bist du tot? Danke. Vielen herzlichen Dank. Okay, es war der Nummer 2. Okay, ist da noch eins im Westen, aber zu Fuß nicht erreichbar. Hat es wohl etwas damit zu tun? Sehen wir uns mal an der zweiten Stelle. Okay. Irgendetwas ist da oben, aber die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Ah, da können wir hoch. War der Weg schon die ganze Zeit da oder bin ich nur immer blöd gewesen? Wahrscheinlich. Ein Teleporter, okay. Na dann, aktivieren. Geh mal rüber. Okay, ich bin blöd wie Sau, merke ich. Danke für die XP und... Was ist das? Nein, wir wollen nicht zurück. Wir wollen erstmal dahin. Ach, du verteidigst das auch noch, du Bastard. Okay. Dann verrecke doch. Oh, mach's. Tut das weh? Danke. So. Dann deaktivieren wir noch das Gerät. Let's go. Wir haben jetzt ein Gerät deaktiviert. Suchen wir mal die Quelle. Die Quelle muss ich nicht suchen. Ich weiß, wo die ist. Das ist die doch da vorne. Na, Karte? Ist die eigentlich schon markiert? Nein, aber das soll ein Boss sein. Okay, na dann gehen wir nochmal zum Schloss, beziehungsweise zum Tor. Wie sieht's aus, Alice? Die Magiequelle für die Barriere liegt irgendwo im Süden. Südlich von hier. Keto, was ist denn? Ist einfach seltsam. Alle Magiequellen für die Barriere sind auf dieser Seite. Stimmt. Sie soll diesen Weg versperren. Vielleicht war es sonst nirgendwo Platz. Viele dunkle Magier verachten Halbmenschen. Erschien ihm wohl ungefährlich. Interessante Ansicht über ihre angeblichen Verbündeten. So waren sind die dunklen Magier eben. Einerlei, unser Weg führt nach Süden. Genau, los geht's. Die Frage ist, wo wir jetzt hin sollen. Gut, ich denke mal, dass wir wahrscheinlich zu dem Punkt müssen, wo wir vorhin waren mit dem Wutziegel. Von daher, let's go.
Ich habe eine Antwort bekommen. Warte, sag nicht, das hier ist. Ja, das ist eindeutig die Magiequelle. Die Siege sind fort, aber die Barriere zerrt meiner von ihrem Leben. Das lässt sich nicht abstellen. Wir müssen es aber beenden. Verstehe, da muss wohl sein. Niemand sollte so sein. Die Batterien des Kontrollers sind beinahe leer. Halsmaul. Du hast recht, also los, Leute. Ich dachte, der Controller hält mal mehr aus. Ach, meine Fresse. Na gut. Wow, du bist ja... Was? Wie viel hast du nur? Keine Million? Das ist ja unglaublich. So, komm her. Ey, ich mach das gerade so extrem professionell, Alter. Ich lass mir einfach keinen Schaden machen, ne? Ach komm schon. Können wir nicht geil volle Kanne gehen? Ja, können wir. Legen wir los. Ich glaube, das überlebt er nicht lange. Genau. Mach zusammen. Jagt ihn zur Hölle. Der lebt nicht lange, sag ich euch. Und los geht's. Wow, der hat ja ganz viel Schaden genommen. Los! Perfekt. Und erster Down. Geil. Ohne Schaden zu nehmen. So macht man's. Ich hoffe, damit ist es vorbei. Ganz bestimmt. Ja, ja. Kirito, alles in Ordnung? Ja, geht schon. Und bei dir? Immerhin ist die Barriere weg. Gehen wir. Ja. Auf jeden Fall. Darf ich sagen, gehen wir zurück zur Barriere. Ja, Stile. Okay. Naja, warte ich eh nicht so. Moment. Lol, Kirito konnte sich kurz nicht bewegen. Was zum Teufel? Okay. Dann kann man noch ein Monster beschwören, aber ich habe keinen Wutsiege. Ich kann es nicht machen. Schade. Da kommen wir auch noch nicht hin. Weiter jetzt bestimmt wieder Höhe mit der Handelsstadt und alles. Ach, geil. Sehr gut. Ich bin Level 10, ihr Keks. Das ist jetzt mal mega nice. Direkt mal ein Level Up. Wann haben wir das letzte Mal Level Up? Ich weiß nicht. Aber wir können jetzt ja weiter. Tja, die Wand ist weg. Wir können weiter. War ein ganz schöner Umweg, aber jetzt kommt endlich zur Handelsstadt. Ja, wir sind fast da. Kommt, machen wir weiter Tempo. Ja, das werden wir mal das Gebiet erkunden können. Wir wollen ja irgendwo mal auch woanders hin. Ach, noch mehr von denen. Ach, Rang 9 seid ihr. Bin ich an der Level oder was? Ich meine nicht. Wäre scheiße, wenn ich an der Level wäre. So, das stellt sie genauso ab. Komm, nochmal, Doppel-Elix. Kann ich hier immer noch leben hier? Leben immer noch. Nochmal, Doppel-Elix. Nochmal. Okay. Haben wir den Ball auch raus? Na bitte. Jetzt mit dir. Hey, stopp doch mal. Was? Danke. Haben wir alle getötet? Ja, haben wir. Weiter geht's. Ist da noch was? Da ist aber ein Mistvieh. Neues Gebiet erreicht. Cool. Da dann. Was gibt's hier?
Hier gibt's nichts. Nicht zu finden. Schade. Aber ein Speicherpunkt habe ich gefunden. Der ist da genau dort. Ja, danke. Ja, ja, お疲れ様です. Minasan, やっと着きましたね. こちらが暗黒海岸が誇る交易街です。東の大門から近いので、お察しかもしれませんが、戦地前の補給所でもあります。人海でいう前線拠点と同じ機能か。それにしても活気があるな。ここは特別ですね。10校はそれぞれ領地を持っているので、眷属となる者たちは基本的に分かれて住みます。ですが、前線前なので、 種族の区別などない宿場町になっているわけです。最近は交易街としての要素の方が強いですね。ダークテリトリーでも珍しい。多種族同士で交流する特別な町ってことなんですね。うーん、懐かしい。いろんな種族がいるっていうのがなんだか親しみあるな。ALOを思い出しちゃう。皆様、一直線にオブシディア城へ向かいたいところですが、 実は少しだけ出発までのお時間をいただきたいのです。オブシディア城に伝令を出す件ですな。お任せください。商工ギルドの手にかかれば危うまの役目も何なさのです。何の話ですか。我々を招致したのはそちらでしょう。すぐ向かうことに問題が。その、実は本来人界に赴く使者は 別のものだったのです。カイナンドには、あらかじめ協力を要請し、待機してもらっていましたが、召喚が人界に行ったこと自体、上官たちは知らないのです。それって、もしかしなくても、上官さんたちに怒られる案件なんじゃ。それは、きっと、何か理由があったんだよね。 よければ聞かせてくれないかな。はい。人界は我々にとって敵地です。抜擢された方を危険な目に遭わせたくありませんでした。あの方は今すごく大事な時期で。ベルクーリさんが言ってたリピアという使者のことか。ドロシーさん、そんな肩を落とさずに 人界との交渉を見事成功させ、皆さんをお連れしたことは誇るべきことですよ。ドロシーさんには商人の素質があります。暗黒騎士団を解雇されたら、うちのギルドにいらっしゃいな。解雇。おや、さらに落ち込ませてしまった。ですね、これからのことですが、皆さんにはこちらから出発のお声掛けをするまで少し待機してもらいます。 よろしければ交易街を拠点に暗黒会を見て回るのも良いと思いますよ。和平会談前に様々な種族や土地を知るのは有益かと。いろいろと言いたいことはありますが、自由に動く時間が取れるのならば確かに有益です。我々は知らないことが多すぎる。そうだね。暗黒会の慣習や姿勢の人の暮らしを勉強する機会になるかも。 交渉に何が役に立つかは分からないし。<笑>あ、それに和平が結べた時のことを考えると、暗黒界がどんなところでどういう文化があるか調べてまとめておいた方がいいかもな。確かに交流することになるんだし、暗黒界をよく知る人間を作るべきだよね。というか僕らがなるべきなんだ。<笑>責任重大だね。 はい、ではそういうことで、皆さんの拠点となる場所は手配済みですので、ご案内します。<笑>ドロシー、大丈夫だって。上の人に怒られそうになったら、俺がちゃんと説明するよ。ドロシーがすごく頑張ってたってこと。キリト。いえ、これは召喚自身の落ち度ですから、どんな罰も受けるつもりです。 ご迷惑をおかけして、すみません。
ドロシーからしてみたら敵に囲まれながら旅してるようなもんだからな。でも元ソロプレイヤーの視点からすると人を怖がっているというよりは遠ざけてる気がする。あら、奇遇ね。私もよ。だから彼女のことは気になっちゃうのかしら。ねえ、キリト、何か今回の旅って今までで一番モヤモヤするわ。これからこの土地の人たちのことをもっと知っていく。ドロシーのこともそうね。きっと知れば知るほどもし戦わなきゃいけなくなった時に自分が弓を射ることができるかわからなくなりそう。